In diesem Video möchten wir euch den Campingplatz Berger vorstellen in Köln-Rodenkirchen an der Kölner Riviera. Hier befinden wir uns quasi am Anfang des Campingplatzes. Und hier seht ihr auch schon direkt die großen Müllcontainer. Hier wird nämlich ganz großen Wert darauf gelegt, den Müll zu trennen. Ich hatte es natürlich erstmal vergessen, weil klar, wir haben ja keine Mülltrennung bei uns. Obwohl wir haben ja zu Hause auch gelbe. Nein, ja, blaue. Aber im Wohnmobil ja so nicht. Deswegen mussten wir ja alles nochmal auseinanderpflücken und dann haben wir es in die richtigen Tonnen verteilt. Und hier kann man auch weitergehen dann zum Waschhaus. Ach, guck mal, den Campingplatz gibt es seit 1931. Kilometerstein 681. Und wie das immer so ist bei den Waschhäusern und Chemieklos, übernehme ich hier die Moderation. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal hoch in den Männerbereich. Und dann zeige ich euch, wie es da aussieht. Da muss man hier die Treppe hoch. An dem Wappen vorbei. Nach links. Hat dafür einen direkt einen schönen Ausblick auf den Campingplatz, wenn man frisch geduscht rauskommt. Da ist der Biergarten, wo wir jetzt gleich hingehen. Dann haben wir hier den Herrenbereich. Hier kommen wir zu den Duschen. Hier sind auch noch mal Waschbecken. Und hier kommt der Duschbereich natürlich mit dem Abzieher, wie sich das so gehört. Man muss durch diese schmale Gasse. Hier noch mal ein kleiner Einblick mit Sitzbänkchen. Also alles super gepflegt und auf einem aktuellen Stand. Und wenn man jetzt hier durchgeht, durch diesen schmalen Gang, nochmal Waschbecken und auf der anderen Seite haben wir hier dann die Toiletten. So, dann wollen wir mal wieder zur Alex gehen und dabei den Ausblick nochmal genießen. Und siehe da, die hängt schon wieder am Telefon. Ah, hier noch vielleicht die Öffnungszeiten. Falls man nicht gut lesen kann, die Duschen von 6 bis 23 Uhr geöffnet. Die Toiletten natürlich durchgehend. Hier gehen wir jetzt in das Wasch- und Spülhaus, also Waschmaschinen- und Spülhaus. Hallo. Hallo. Ja, wie man hier vielleicht sehen kann, gibt es hier auch verschiedene Waschmaschinen, die man nutzen kann, was ich total interessant finde, und Trockner. Alles an der Rezeption erhältlich. Und was noch ganz toll ist, für jemanden, der vielleicht sich die Möglichkeit hat oder es nicht möchte, der kann hier kochen. Der muss noch nicht mal in seinem Wohnmobil kochen, das kannst du hier machen. Du hast natürlich gleichzeitig auch die Möglichkeit abzuspülen. Ne? Ja, was ich hier auch ganz schön finde, ist nochmal die Erklärung vom Rhein als Wanddeko. Also richtig schön. Rhein auf 1230 Kilometer. Toll gemacht, ne? So, und die Spülbecken hier auch nochmal, ne? Ja, also das ist echt toll. Das haben wir schon auf anderen Campingplätzen gesehen, da hast du gedacht, um Gottes Willen, ne? Richtig schön. Ja, und was natürlich nicht fehlen darf, ist die Entsorgung der Schimmeltoilette. Die finden wir hier an der Seite. Einmal, hinten gibt es auch noch eine an der Entsorgung. Man sieht hier alles auf dem neuesten Stand und so sauber, wie man sich das vorstellt. Ja, und jetzt geht es auch schon Richtung Biergarten. Ich glaube, die Alex hat Hunger, die ist schon da auf dem Weg. Hier rechts sieht man die Rezeption. Da kann man sogar T-Shirts kaufen vom Campingplatz. Dann gehen wir mal in den Biergarten, würde ich sagen, oder? Jo. Gehen wir mal ein Bierchen trinken.
Ja, wir sind jetzt hier in Rodenkirchen auf der Uferstraße und hier seht ihr den Eingang zum Campingplatz, wo ihr dann mit eurem Wohnmobil reinfahrt. Meldet euch rechts unter der Treppe an der Rezeption an. Dann bekommt ihr an der Rezeption eine kleine Chipkarte, die haltet ihr einfach vor die Schranke und schon seid ihr da. Wandern wir jetzt um den Campingplatz rum oder was machen wir jetzt? Nein, wir gehen jetzt zur Fähr- und Entsorgung, weil wir mussten mit unserem Wohnmobil außenrum fahren, da der ja so ein bisschen tiefer liegt durch seine Anhängerkupplung. Und ihr werdet das gleich sehen, da ist eine ziemlich steile Rampe. Wer da hoch und runter kommt, dem sei es gegönnt. Der kann natürlich auch vom Platz aus dahin fahren, konnten wir aber nicht. Aber man kann hier das Tor öffnen und das zeigen wir euch jetzt. Also einmal am Campingplatz vorbei und hier links um die Ecke. Und dann fahrt ihr auf das Tor zu, was gestern offen war. Jetzt ist es ein Grand Moment. Bitteschön, ich bin gespannt. Ah, der Moment des Grauens. Heute ist zu. Ah, ist wirklich zu. Und ich wollte direkt andersrum gehen. Siehste. Ja, da müsst ihr auch von hinten nochmal machen. Ja. So, kriegen wir auch Kilometer zusammen. Das macht ja nichts. Wir haben ja auch Börer auf den Hüften. Die trainieren wir jetzt ab. Ja, und hier fährt man dann rein. Man bekommt eine Karte. Ne? Und diese Karte hält man dann davor und die Schranke geht hoch. Machen wir natürlich nicht wegen Energieverschwendung jetzt, weil wir ja zu Fuß sind. Ne? Ja. Und man sieht, das Ganze ist schön angelegt. Wir haben hier auf der Seite auch einen Spielplatz für die Kinder. Ja, den kann man euch jetzt nicht so ganz verringen. Ne? Ja. Aber es hat sich echt gefüllt, ne? Voll geworden. So, und dann fährt man praktisch hier um den Spielplatz rum. Und da sieht man schon, ich würde sagen, die höchste Erhebung hier am Rheinufer. Aber das fällt so jetzt erstmal nicht so auf, nur wenn man immer näher kommt und näher kommt. Und wir hätten das mit unserem Wohnmobil nicht geschafft. Nachdem wir euch jetzt oben mal die Fähr- und Entsorgungsstation gezeigt haben, die konnten wir im Moment noch nicht so ganz zeigen. Da waren jetzt noch Kinder, das versuchen wir jetzt Sonntag nochmal. Ne? Zeigen wir euch jetzt mal, wie ihr an den Rhein runterkommt. Was uns hier auch aufgefallen ist, hier sind ganz viele Camper aus der Region, ganz viele Kölner. Jetzt gehen wir quasi zum Ausgang Richtung Rhein, Richtung Kölsche Riviera. Ja. Und da nimmt man diese Karte, hält die einfach so da dran und zack, ist man draußen. Wie du das jetzt gemacht hast, ist ein du kannst mit Zimt taubern. Ja, und schon ist man am Rhein, ne? Schon ist man am Rhein. Da drüben sieht man Westhofen zur etwas rechten Seite, weiter rechts, wo man auch oben das Flugzeug in einer Landephase sieht. Geht es. Woher weißt du, dass das in einer Landephase ist? Ja, es geht ja runter. Wir starten ja von rechts und das kommt ja von links. Ich wusste gar nicht, dass ich so eine Intelligenzbestie als Frau habe. Das ist dann Zündorf und da hinten, dieses ganz hohe Gebäude, was man sieht. Da ist Ports. Und da kommt ein großes Schiff gefahren. Und jetzt stehen wir gleich im Wasser. Das heißt, du putzt dann auch meine Schuhe? Nee. Wie, ne? Wofür habe ich dich denn? Aber der Rhein ist echt sauber, ne? Guck mal hier. So klares Wasser. Wahnsinn. Ja. Wir nutzen jetzt für unsere Toilette den Automaten. Den hat ich schon, glaube ich, in Frankreich schon mal genutzt. Wenn der da genauso sauber rauskommt, ist das natürlich eine feine Sache. Und gerade wo die hier anfängt. Aber wo wir gerade hier sind. Weswegen wir jetzt hinten rumgefahren sind zu dem Entsorgungsplatz, wenn er mal kurz zeigt, wir sind durch dieses Tor gefahren. Weil wenn man hier lang guckt, ist auf der Seite das ziemlich abschüssig, wo wir denken, weil wir hinten nicht so hoch sind, dass wir ein Problem haben, wenn wir hier hochfahren. Aber ansonsten ist ja alles hier, Frischwasser, Entsorgung, Halbwasser, alles da.
Das war unsere Vorstellung des Campingplatz Berger. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Video.